Herzlich willkommen zur 16. Folge von Kostelik. Ja, in der letzten Folge sind wir bei den Banditen aufgenommen worden. Im neuen Lager. Und in dieser Folge wollten wir mal hier in diesem Wald aufräumen. Von allem, was lebt. Was uns nicht wegräumt, natürlich. Wenn das ein dicker Schattenläufer ist, dann nehmen wir unsere Beine in die Hand und laufen. Weil diese schönen Wölfe kriegen schön auf die Backen von uns. Ich sollte natürlich nicht leichtsinnig werden jetzt. Helle, nice. Es gibt schönes zu essen, ein paar Pilze. Mana, Lebensbonus, nehmen wir. Ein leckerer Schinken. Brot, okay. Brauche erstmal nicht, was da links. Ah, das ist so ein fettes Ding. Vergesst mal, wie die heißen. Ich kann mir alle Gene in das Spiel merken, nur diese fetten Dinger nicht. Morat oder so. Muss ich voll lange überlegen. Ich weiß aber nicht. Genau. Schauen wir mal am Rand hier. Ich sehe hier momentan nichts. Ah, das sind Wölfe. Zwei Stück nur. Scavenger! Oh, da vorne ist eine Ruine oder so. Da vorne war eine Ruine oder so, aber da vorne war noch diese Moorratte. Genau, und da ist es. Wie heißt es? Mollerrat. Oder? Oh shit, das ist ein Snapper, Alter. Und da ist eine schöne Ruine und da ist eine kaputte Brücke, aber ich kann darüber schwimmen. Ah, jetzt ist die Brücke doch da. Okay, den Snapper kann ich schon noch besiegen. Aber nicht zwei. Shit, Alter. Okay, ich werde jetzt mal nicht meine Zeit vergeuden. Theoretisch, wenn ich einen davon killen kann, kann ich auch alle killen. Das würde zwar jetzt ein bisschen dauern, weil ich muss ein paar Mal laden und ein bisschen Glück gehört dazu. Jetzt habe ich mein ganzes Leben verloren, weil ich ein dummer Depp bin. Ist der Wald schon tot? Gibt's echt nichts mehr? Das war aber relativ wenig hier.
So bin ich einfach so blöd. Schaff's nicht, über diese Brücke zu laufen. Komm her, Wölfchen. Schön. Das war doch schön. Was ist da vorne? Noch ein Wolf? Nee, oder? Ist es ein Wolf? Sieht eher aus wie so eine Hyäne oder sowas. Also von hier sieht es aus wie eine Hyäne, oder? Das sieht doch nicht aus wie ein Wolf, oder? Ist doch kein Wolf. Wie heißen die Viecher? Ein Bluthund oder so, oder? Orkhund ist das. Oh shit, Alter. Lass mich in Ruhe. Hechtsprung. Ah! Ich dachte, die sind weg. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, die jagen mich gar nicht mehr. Okay, dann lade ich einfach. Orkunde sind mir nicht freundlich genug. Bist du allein? Wo ist denn dein Rudel, Alter? Der einsame Wolf. Ich habe noch mehr so Scavenger, oder? Ich bin doch gerade zwei hier, da sind welche. Ich wollte schon sagen, ich bin doch gerade weggegangen, habe welche gesehen. Die dummen Hühner da. Aber es ist immer wieder schön. Also, ich darf. Muss schon noch aufpassen. Es gibt schon noch Gene, die mich locker töten. Läuft jetzt zwar nicht unbedingt. Aber Schattenläufer haut mich um. Orkhunde hauen mich um. Ich glaube, es gibt auch Bluthunde oder sowas. Irgendwie sowas gibt es auch, glaube ich, noch irgendwo. Das fette Schwein hier angerannt. Ah, der rennt vor Wölfen weg. Nice, level up. Ja, ja. Es kann nur ein Überleben geben. Die haben mir 50 EP geklaut, die Schweine. Ich habe noch ein Level up. Ne, speichern. Jetzt bin ich leider 10, oder? Ja, Mann, Stufe 10. Ich glaube, hier in der Nähe müsste irgendwo ein Schattendörfer sein. Also in diesem Wald ist definitiv ein Schattendörfer. Das weiß ich, Alter. Da hat irgendwas komisches gerade. Ah, das ist ein fettes Viech. Junge, ich hab dich vor dem Wolf gerettet. Bin ich schon beim Sektenlager gleich. Da wollte ich auch hin.
Ich kann ja mal einen Sumpfhai probieren gleich. Da vorne ist der Schattenläufer. Ich hab's gewusst, dass der irgendwo hier ist. Dann bleibt da mal schön. Das war Spoilergefahr. Ich hab schon gewusst, dass der ist. Blöde Schattenläufer. Na, na, na. Der Witz ist, ich bin nicht gar nicht mal zu denen. Jetzt gehe ich da hin und sage: Hallo, ihr wollt hier ein komisches Ritual durchführen? Erzählt mal was davon. Oder was? Und sagen die: Ja, natürlich. Wir haben nichts Besseres zu tun, als einem Wildfremden was zu erzählen. Ich habe eine schöne Reisetasche, eine Handtasche bin ich. Ich bin eine nette Lady. Na, schauen wir mal. Na, die laufen erstmal gegeneinander 2 Minuten lang. Schauen wir mal, ich spreche mal mit Lares. Oder er mit mir. Lester heißt er, nicht Lares. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Kapitel 2, das Nest der Minecrawler. Okay. Jetzt bin ich in Kapitel 2. Okay. Das Spiel ist nämlich in Kapitel aufgeteilt. Ich glaube, es gibt 5, 6. Und jetzt, weil wir in Kapitel 2 sind, sind ein paar der Gene, die wir getötet haben, respawned. Und an ein paar Stellen könnte auch sein, dass jetzt stärkere Gegner sind, wie davor. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen schwerer. Und ja. Ey, wie konnte ich mich gar nicht erinnern, dass es so war? Ich dachte, es wäre anders gewesen. Okay. Das Nest der Minecrawler ist Kapitel 2. Das sagt mir irgendwie, dass ich wieder zurück in die Höhle muss. Und durch das Tor, was ihr mich durchlassen wollt in der letzten Folge. Wie viel Fleisch habe ich davon? Noch 83, Alter. Ja, erzählt mal, wie war euer Tag? Hat ihr schön arbeiten? War in der Schule? Habt was gelernt? Wir alle normalen Leute. Ah, wie viel haben wir noch? 64, Alter. Scheiß drauf. Das mal hier irgendwann ohne aufzunehmen, hey, vielleicht. Du. Ich will nur ein Nickerchen. Hey du! Entschuldigung. Mit jedem Kapitel ändert sich ein bisschen die Welt halt. Also nicht offensichtlich, aber so ein paar NPCs sind auf einmal woanders. Oder die sagen dir was anderes oder so. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Bleib aus den Hütten draußen. Der Novize Lester schickt mich. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Habt ihr es gesehen? Da ist dieser eine Baal-Typ mir bis hierhin hinterhergerannt, um mir zu sagen, dass ich nicht in seine Hütte gehen darf. Geiler Typ. Oh ja. Was hat denn der für einen geilen Tempel, der Typ? Na, mal gucken. Iberion. Iberion, was geht ab, Alter? Bolek, der hat seine eigene Natalia. Ja. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Der hat eine Sklavin. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor.
Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Hat er nicht genug eigene Leute am Start? Naja, egal. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Wieso erklärst du mir dann, wo der ist? Idiot. Fokuskarte von Iberian. Aha, okay. Das ist quasi genau über mir. Da war eine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Oh, ein Buchständer. Kann ich dir lesen? So wie es aussieht, nicht. Nee. Vielleicht kann man ja gar nicht lesen. Jetzt speichere ich mal und dann raube ich den Meister Iberion aus. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ha! Da sind seine Visionshelfer. Er ballert sich immer 5 Stängel rein und dann hat sich der Visionen, der Typ. Aha, wer ist denn hier? Wer bist du? Du bist die Chani. Geh schon, du darfst nicht mit. Okay, dann raub. Oh. Jetzt geht die, jetzt kommt die oder was? Ja, Mann. Fliegender Wechsel. Okay, wenn du weggehst, glaube ich, halt erst deine Sachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was hat die Schönes? Oh, die hat mehr Geld wie der alle. Jetzt sitzt sie hier und wartet, ja Mann. Geiler Scheiß. Okay, ich geh mal. Ich habe eine wichtige Mission. Und das ist wahrscheinlich meine einzige Mission, oder? Fokus für die Gurus, die große Sache der Bruderschaft, ja. Ja, ja. Ja, Gott sei Dank. Das dachte ich schon, ich bleibe wieder irgendwo stehen wie so eine scheiß Statue. Lass mich durch, Jungs, ich muss hier weg. Ich muss da hoch auf den Hügel quasi. Schauen wir mal, wie gesagt, ich bin jetzt Kapitel 2, jetzt müssten ein paar Viecher wieder da sein, wie zum Beispiel dieser Fettsack da vorne. Jetzt sage ich, der Wald, den ich ausgerottet habe, teilweise wieder bevölkert. Da ist zum Beispiel wieder eine Fliege.
schon in der Höhle? Ich glaube schon. Na, 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 na. Sobald ihr was seht, müsst ihr schreien, weil das töte ich dann. Scavenger! Okay. Noch mehr Scavenger, nice. Machen wir gar keinen Schaden mehr irgendwie. Scavenger sind keine Herausforderung mehr. Pflanzen, die ich alle nicht brauche. Dies, was ist das? Eine Steinwurzel. Ich weiß nicht, ob die mir was bringt. Steinwurzel, Sepp, Dingenskirchen, 14 Lebenspunkte. Steinwurzel, 25 Mana. Brauche ich beides nicht. Später werde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil ich das nicht mitgenommen habe. Ah, da steht einer. Vorne steht einer. Da vorne steht einer. Hallo? Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Geht's dir aber gut, oder? Mit deiner Stahlzange, ja, Zunge. Idiot. Muss ich den töten, oder ist er schon tot? Schauen wir mal, was er sagt, wenn er aufsteht. Das wird dir noch leid tun. Ey, du Spasti. Kann ich da immer runterjumpen? Jetzt muss ich speichern. Ob ich hier irgendwie vielleicht abkürzen könnte? Wenn ich das Wasser treffe, habe ich es geschafft. Jump! Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Ja, ja klar, komm, ich bin auf den Baum gefallen oder was? Das habe ich noch nicht erlebt.
Komm, 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 komm. Zwischen den Ästen. Ja, nein. Ich habe am Anfang nicht mein ganzes Leben verloren, dann doch. Auf einmal. Scheiße. Ich will eigentlich runterlaufen. Ich muss nur an diesen Ast vorbei. Ja, ja, ja. Schauen wir mal an der anderen Seite. Da ist doch ein Meer, oder? Ah, komme ich da hin? Wahrscheinlich nicht, wie es aussieht, oder? Wahrscheinlich ist da die Barriere zu Ende. Schauen wir mal, wenn es blitzt und funkt. Ha, geil. Geiler Mist. Jetzt muss ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Hier bin ich wieder. Yuberion, du alter Junkie. Ja, 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 hier bin ich wieder. Ich habe den Fokusstein. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Wie sieht's mit deiner Belohnung aus? Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dein Novize Nyras hat den Verstand verloren. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, weil der Schläfer scheiße ist? Oh, das habe ich nicht gesagt, sorry. Korkalom, ich komme. Der hat mir doch sein Rezept geklaut. Aber wieso habe ich keine Nebenmission mehr? Das kommt mir so wenig vorher. Ich habe erst 16 Folgen, sprich 8 Stunden Spielzeit. Ja, okay. Kommt hin, ja, kommt hin. Hallo. Hallo, meine Dame, Herr. Was willst du? Schnauze. Ich hab Kraulzange. Was? Crawlerzangen für dich. Ich habe Crawlerzangen für dich. Gut. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Pff, die hätte ich lieber verkauft. Yuberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind.
Gib mir meine Zangen zurück. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Der ist so geil. Ich habe zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Jetzt muss ich für euch noch überlegen. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gornavid, er wird dir helfen. Okay. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Vielleicht bin ich ja viel schlauer wie du. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Okay. Wir sehen uns. Möge der Okay. Dann speichern wir mal hier. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir zurück in die alte Mine marschieren und die Minecrawler ausrotten. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn ja, kannst du gerne ein Abo dalassen. Und in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin, ciao.